10.000 Euro werden 24 Stunden weiter wegkommen und das sind die Teilnehmer. Let's go! So Leute, ich bin jetzt gerade mit dem Auto hergefahren zum Flugplatz und ich würde sagen, jetzt wird's krass, ich hole mir jetzt einen Helikopter und dann fliegen wir auch mit dem Heli weg, denn ich muss in 24 Stunden so weit kommen, wie es geht, Leute. Let's go, würde ich sagen. So Leute, wir sind jetzt hier im Zug unterwegs zum Flughafen, ihr wisst Bescheid. Gepäck habe ich hier auch schon und ja, ich bin mal gespannt. Ich sag dir ehrlich, Marvin, du wirst nicht weiterkommen als ich. So Leute, ich bin jetzt bei Edeka und hole mir jetzt einen AirTag und ich mache jetzt den AirTag in den Luftballon rein. Wir holen uns jetzt einen Luftballon. Ich habe jetzt ganze 24 Stunden Zeit, diesen AirTag so weit weg wie möglich zu bringen. Und kleiner Spoiler, ich werde nicht irgendwo hinfahren, ich werde nicht irgendwo hingehen. Ich habe was Krasseres vor und zwar dachte ich mir, werde ich einfach wegfliegen. Und wir werden einfach irgendeinen Flug buchen, abhauen, weil dann können Marvin und Lukas mir auf keinen Fall toppen. Ich bin gespannt. Also diesen AirTag hier werde ich heute ganz weit weg befördern. Und ich werde die 10.000 Euro gewinnen, da bin ich ganz sicher. So Leute, wir sind jetzt hier in Frankfurt am Flughafen. Und jetzt geht es auf jeden Fall los Richtung Dubai, Leute. Ich werde jetzt auf jeden Fall für die Challenge möglichst weit wegfliegen. Der Flug ist so fast 7 Stunden. Das heißt, damit bin ich auf jeden Fall schon echt deutlich weiter safe weg als Marvin. Ich werde auf jeden Fall alles geben, Leute. Und ja, mal schauen, ob das reichen wird. Gleich jetzt erstmal noch das Gepäck hier abgeben, Leute. Und dann kann es losgehen. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal. Ich muss ja möglichst weit wegkommen, 24 Stunden. Deswegen sind wir hier so bei so einem Flugplatz. Sie zeigen uns erstmal gleich den Helikopter. Dem können wir dann auch gleich fliegen, Leute. Es wird sehr krass, würde ich sagen. So, let's go. So Leute, schaut mal, da fliegt auch gleich noch ein Flugzeug weg. Ja, das ist ja, Junge, das sieht ja richtig krass aus. Boah, kann ich mich mal reinsetzen? Ja, Junge, 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 wir müssen denn hier nur gleich warten, bis der Pilot gleich kommt. Dann fliegen wir mit so einem hier weg. Boah, ist richtig krass. Schreibt mir gerne in die Kommentare, seid ihr schon mit dem Helikopter geflogen, ja oder nein? Ich sage, sieht auch richtig krass hier aus, hier ist so ein GoPro dran. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal, guckt euch mal die ganzen Knöpfe, da wärst du ja verrückt bei. So, ich würde sagen, wir warten jetzt, bis der Fahrer gleich kommt, dann fliegen wir weg. Let's go. So Leute, ich habe jetzt so einen Opa gesucht und der hat jetzt von mir 10 Euro gekriegt, dass er mich filmt. Und jetzt hole ich mir einen Luftballon. Hey, mach mal schneller, du Opa! Der Opa hat dir jetzt gezeigt, wie es weitergehen ist. Ich nehme diesen. Ey Mama, ich muss dir was sagen. Ui, Leo, möchtest du einen AirTag haben, damit wir dich nicht verlieren? Guck mal, hier kannst du haben, aber nicht verschlucken. Also Mama, weißt du was? Ich habe mir einen Flug gebucht. Weißt du wohin? Rat mal. Dubai? Ja. Okay, Leute, okay, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ich werde jetzt nach Dubai fliegen, ich nehme Christian natürlich auch mit, der AirTag, der AirTag, der wird das jetzt bis nach Dubai schaffen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Marvin und Lukas machen, wo die so sind, was die machen, wie weit die sind, aber ich muss das auf jeden Fall toppen. Let's go. So Leute, wir chillen jetzt hier nochmal am Flughafen. Gleich geht's hier in den Flieger. Und ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr aufgeregt. Immer bevor es auf jeden Fall ins Flugzeug geht, Leute. Ein bisschen gestresst, aufgeregt immer. Ihr wisst Bescheid. Ah, jetzt gehen wir zur Kasse und holen die Luftballon. Ah, ich habe ja noch den AirTag vergessen. Jetzt muss ich auch noch zum Mediamarkt. Egal, ich habe mir eh Marvin sein Geld ausgeliehen. So Leute, ich habe jetzt noch Kleber geholt. Und jetzt mache ich den AirTag dann da dran und dann wird er bis zum Mars fliegen, bis zu Marvin, ihrer Oma und seinem Opa. So Leute, ich habe jetzt alles dabei und jetzt hole ich den AirTag. Schneller du Opa, ich habe dir 10 Euro für einen ganzen Monat bezahlt. Oh, guck mal schon. Wir sind angekommen am Flughafen, wir sind noch nicht ganz am Flughafen, wir sind noch gerade hier beim Parkhaus. Das Ding ist, die ersten 100 Kilometer hat der AirTag schon hinter sich. Ist schon mal ein guter Vorsprung, aber das wird sich noch krasser. Jetzt werden wir warten kurz auf unser Taxi. Ich hoffe, du freust dich. Gespannt? Es ist so kalt, ich fand jetzt warme. Ey, das werden 40 Grad, ey. Das Ding ist, da werde ich die Challenge gewinnen und einfach geil chillen. Perfekt. Alter Leute, ich bin so weit geflogen. Ich bin jetzt hier einfach irgendwo in der Schweiz oder so. Geisteskrank weit weg mit dem Helikopter. Und ja, ich habe jetzt auch jetzt erstmal geguckt, was ich jetzt noch mache. Mittlerweile ist schon ein bisschen abends, weil das Problem ist gewesen, als ich gelandet bin. Ich bin leider noch eingeschlafen. Und ey, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich weiterkomme. Ich brauche unbedingt die 10.000 Euro, ey. Und ja, ich muss mal gucken, wo ich jetzt hier hingehe. Und dann muss ich irgendwie noch mit dem Auto noch weiterfahren, auf jeden Fall. Dass ich irgendwie noch weiter wegkomme. Oder vielleicht tue ich mein AirTag irgendwie noch jemandem geben. Und dann ist er noch weiter weg, Leute. Wir sind jetzt am Flughafen angekommen, Gepäck ist weggegeben. Jetzt geht's zum Security-Check.
und dann geht's ganz weit weg. Draußen ist mittlerweile dunkel. Ich habe jetzt gerade noch für Chris und mich was zu essen geholt. Denn vor uns ist ja auch ein sehr langer Flug. Wir werden nämlich 6,5 Stunden ungefähr über Nacht fliegen. Das heißt, innerhalb der 24 Stunden sind wir sehr weit weg. Ich glaube, das sind, ich weiß nicht, ich muss lügen, ich glaube 6000 Kilometer. Das kann keiner toppen. So, jetzt müssen wir gleich zu unserem Gate und dann Abfahrt. Let's go, Abflug. Leute, ich gehe jetzt zur Rufung, gehe da rein und gehe mir jetzt Gas holen für die Luftballons. So Leute, der Opa hatte keine Zeit, ich musste jetzt selber laufen. Hallo, habt ihr Gas für Luftballons? Leute, die kaufe ich jetzt. So Leute, wir sitzen jetzt hier im Flugzeug, ihr seht es. Jetzt geht es auf jeden Fall los nach Dubai, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie weit Marvin kommen wird und wie weit ich kommen werde, Leute. Und ich zeige euch jetzt das Ganze nochmal kurz. So Leute, hier läuft gerade so ein Video, wie man sich hier am besten verhalten soll im Flugzeug. Ihr seht ja auf jeden Fall, so Leute. So, ihr seht auf jeden Fall, hier geht's los. Und ja, let's go. Ihr seht, draußen ist schon alles dunkel so. Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, dass ich noch ein Auto bekomme und dann fahre ich einfach noch weiter weg. Ey, ich bin so weit geflogen, sage ich euch. Es ist geisteskrank, sage ich euch. No joke, also ich muss unbedingt gewinnen. Ich glaube nicht, dass die anderen irgendwie in 24 Stunden weiter wegkommen als ich. Boarding, let's go. Ich sitze jetzt hier im Flieger drin, gleich geht's los. Hier wird gerade noch irgendwas angezeigt. Wir fliegen jetzt 6 Stunden 15 Minuten, damit wir nachher in Dubai angekommen sind. Boah, ich habe richtig Bock, ich hoffe, ich kann schlafen über Nacht. Let's go. Schauen wir mal, was Lukas und Marvin gerade machen. So Leute, wir fliegen jetzt schon echt ziemlich lange. Es ist schon echt ziemlich dunkel sogar auch geworden. Aber Leute, Marvin, du bekommst mich auf jeden Fall nicht. So Leute, wir sind jetzt hier am Landen. Ihr seht es. Und. Wow. Eine sehr sanfte Landung. Alles entspannt, Leute. Alles entspannt. So, Leute, ich habe das jetzt bezahlt. Ich bin jetzt ganz schnell rausgerannt. Jetzt muss ich ganz schnell zum Mediamarkt und mir einen AirTag kaufen. So, Leute, ich bin jetzt bei Mediamarkt und kaufe jetzt ganz schnell einen AirTag. Hä, was ist denn hier los? Warum sind hier überall Ballons? Wer hat denn hier Geburtstag? So, Leute, ich habe den AirTag gefunden. Ich kaufe den jetzt. Ist hier jemand bei Kasse 2 auch da? Es geht los, ich fliege jetzt genau 4889 Kilometer von zu Hause weg. 5 Stunden 42 brauchen wir noch. Ja, so spät ist gerade in Dubai. Ich zeige mal ganz kurz mal mein Essen hier. Wir haben gerade Mais, so ein bisschen Gemüse bekommen. Hier ist keine Ahnung, was das ehrlich gesagt ist. Das essen wir jetzt erstmal richtig geil. Hier werden wir voll gut verpflegt. Ey, sogar einfach, was ist das hier? Käse, Digga. Brot und Keks. Jetzt esse ich erstmal. Hey Leute, schaut mal, hier ist so die Anzeigetafel. Da gehen die ganzen Flüge noch hin. Boah, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie einen mitnehmen muss. Ich mache das anders, Leute. Ich tue jetzt einfach meinen AirTag, tue ich jetzt einfach noch mitnehmen und dann fahre ich noch ein bisschen mit dem Auto weg. Ey, ich bin so weit gekommen und dann sehen wir uns irgendwie gleich nochmal bei McDonald's oder so. Dann fahre ich jetzt mit dem Auto weiter und dann bin ich keine Ahnung, ich bin jetzt so weit gefahren, so weit geflogen, auch mit dem Helikopter. Das war so weit, Leute. Deswegen würde ich sagen, let's go, zoom jetzt erstmal ein Auto und sehen uns gleich wieder. So, Leute, wir sind jetzt hier durch die Sicherheitskontrollen durch und jetzt geht es auf jeden Fall nach Dubai, Leute. Richtig, richtig geile Sache. Leute, selbst der Flughafen sieht hier richtig krass aus mit so einem riesigen Wasserfall. Alter. So Leute, ich fahre jetzt einfach irgendwo hin und um das Luftballon steigen zu lassen. So Leute, ich bin jetzt hier und dann mache ich den AirTag da dran und mache das alles mit dem Teil da auf. Und dann lasse ich den AirTag fliegen bis zu Marvin seiner Oma. Ich habe die jetzt aufgepustet und dann fliegen die ganz, ganz weit hoch zu Marvin seiner Oma. So Leute, ich habe mir überlegt, hier ist ja der AirTag. Ich gehe jetzt erstmal hier bei McDonald's rein. Mal gucken, wie das hier so ist, wie auch hier die Burger und so schmecken, bevor ich jetzt gleich weiter muss. So Leute, ich habe jetzt hier mein Essen auf jeden Fall am Start. Ich nehme mich jetzt ganz schnell mit und dann setze ich mich da noch hin und fetze das kurz. Ich habe noch to go. Wisst ihr, weil ich noch muss ja auch gleich noch unterwegs, deswegen kann ich hier alles auf einmal essen. So Leute, hier steht auch einfach mal so random so ein Bentley. Seht das auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen Louis Vuitton-Laden. Das heißt, also man weiß auf jeden Fall, wenn man das sieht, weiß man auf jeden Fall, man ist in Dubai angekommen, Leute. Hinten ist noch Cartier. Leute, alle Luxusläden sind hier. Richtig, richtig krank. Dior ist da, glaube ich, auch noch hinten. Leute, das gibt's nur in Dubai. Hier in Dubai, gerade gelandet. Alter, ich bin richtig müde. Jetzt geht's nochmal in so einen Bus rein. Let's go. Dann hole ich mir die 10.000 Euro, weil die ganz weit fliegen. Okay, Leute, ich lasse jetzt los. Und dann gewinne ich die 10.000 Euro. 3, 2, 1. Tschüss! SpongeBob! Tschüss, Spider-Man! Tschüss, Minions!
Alter Leute, ich fetze hier mein Burger Pommes. Ich schaue mir jetzt einfach ein Happy Meal Haus. Wie geil ist das denn, ey? Boah, ich fetze jetzt richtig alles weg. Und dann muss ich auch weiter, Leute. Weil ich muss ganz weit wegkommen. Alter Leute, ey, guck mal meinen Kuchen an, ey. Was ist da denn passiert? So Leute, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal weiter. So Leute, hier sind die ganzen Gates und hier ist einfach nochmal rechts ein Apple Store. Ihr seht das, Chanel, also alles, Digga. Es ist ultra krass hier in Dubai. So Leute, hier auch ein Gucci-Laden, richtig krass. Leute, wir essen jetzt hier noch eine Pizza am Flughafen, ihr wisst Bescheid. Und genau, wir lassen es auf jeden Fall gut schmecken hier, Leute. Meine Freunde sind natürlich auch mitgekommen. Wir sind jetzt hier mitten in der Wüste. Sind gerade nochmal einfach eine ganze Stunde weiter weggefahren. Ich glaube ungefähr nochmal, keine Ahnung, locker 100 Kilometer ins Nichts. Leute, ich glaube, die Zeit ist bald um. Ich habe nur ein paar Stunden. Aber viel weiter weg schaffe ich es nicht. Also Leute, meine erste Hacks würde ich sagen, hoffentlich am weitesten weggekommen. Sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Leute, wart ihr schon mal in der Wüste? Schreibt es in die Kommentare. Leute, ich sehe jetzt noch, aber ich glaube, gleich sind sie weg. Gleich sind sie bei Marvin seiner Oma. Das ist echt krass, Leute. Gleich sehe ich sie nicht mehr. Ey, wo geht denn da Minion hin? SpongeBob ist dort. Dort ist Spider-Man, der Typ. So Leute, wir sind jetzt hier in Dubai in einem Hotel, Leute. Alter, ich bin richtig weit gekommen auf jeden Fall in 24 Stunden. Und let's go, Mann. So Leute, wir sind jetzt hier im Taxi unterwegs. Also Leute, ich bin in 24 Stunden einfach mal nach Dubai gekommen. Richtig krass. Und wir fahren jetzt auf jeden Fall wieder zum Flughafen zurück, weil wir waren ja jetzt schon echt richtig viel unterwegs hier. Alter Leute, ich bin ja schon so weit auch unterwegs, sag ich euch. Ich fahre jetzt richtig weit. Guck mal, ich fahre schon über 300 hier. Junge, 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 geht das ab, ey. Ist das ehrlich, wie es ist? Ich weiß nicht, wir sind hier einfach gefühlt so ein Mini-Dorf einfach. Hä? Wo sind wir hier? Übrigens, ein Megadorf. Kann man aber Quad fahren, ey. Wild. So Leute, wir sind jetzt hier am Flughafen in Dubai. Ihr seht es auf jeden Fall. Also Marvin, ich bin auf jeden Fall, würde ich sagen, ganz gut weit gekommen. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich nochmal zurückfliegen natürlich, weil was soll ich jetzt hier noch machen? Ihr wisst Bescheid, ich zeige euch nochmal hier, wie der Flughafen aussieht. Let's go, ihr seht schon. So Leute, ihr seht den RT gleich eingeblendet, wie weit er schon geflogen ist. Man wird ja auch sehen in den Kopf. Man wird ja auch im Video sehen, wer gewonnen hat. Jetzt denkt man, sie sind Vögel. So Leute, die Luftballons sind einfach schon 100 Kilometer geflogen. Ich werde das auf jeden Fall unbedingt gewinnen. Ich werde das noch mit Marvin teilen. Chris, hast du irgendeine Ahnung, wo wir hier gelandet sind? Ey, wir sind wirklich im Nichts. Wir sind mitten in der Wüste und ich weiß nicht, was hier immer für eine Messe ist. Ja, richtig viel los hier. Aber wir machen jetzt noch eine Wüstentour. Meine 24 Stunden sind damit beendet. Ich habe es sehr weit geschafft heute. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wie weit Marvin und Lukas gekommen sind. Aber ich hoffe, dass ich gewonnen habe. Richtig, richtig geil. Gerade angekommen, Leute. So Leute, wir warten jetzt hier in der Schlange beim Check-in. Hier fliegen wir auf jeden Fall jetzt wieder zurück nach Deutschland, Leute. Auf jeden Fall, Marvin. Ich würde sagen, ich bin eindeutig der Gewinner. Aber Leute, weißt du noch nicht, wie weit Marvin gekommen ist? So Leute, ich bin jetzt hier angekommen in der Schweiz. Ey, ich bin richtig weit heute gekommen in den 24 Stunden, Leute. Bin einfach mit dem Heli geflogen bis zum Flughafen nach irgendwie, keine Ahnung, da Zürich oder wo das war. Und dann bin ich ganz, ganz weiter im Auto gefahren, war noch bei McDonald's. Und jetzt bin ich einfach hier. Digga, ich bin über 1000 Kilometer gefahren. Also ich bin über 1000 Kilometer insgesamt unterwegs gewesen. Ich bin mal gespannt, weil die anderen gekommen sind. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos, Abo. So Leute, ganz wichtige Sache zum Schluss. Ihr seht erst noch, wer gewonnen hat. Also Glückwunsch zu den 10.000 Euro. Und ich würde sagen, das war's. Dankeschön, Leute. Ciao, Kaus und Jimmy.